Hallo und grüß Gott. Weihnachten steht vor der Tür. Und die schönste Geschichte überhaupt ist die Weihnachtsgeschichte. Und sie immer wieder zu hören, gehört zu den Ritualen des Jahres, die nicht nur, weil es an der Jahreszeit ist, für uns wichtig ist, sondern weil es unsere Herzen erreicht. Deswegen freue ich mich einfach, die Weihnachtsgeschichte vorlesen zu können. Und vielleicht öffnet sie unser aller Herzen vorher einen kleinen Schluck Tee. Die Weihnachtsgeschichte. Bis heute feiern wir die Geburt Jesu an Weihnachten. Seine Geschichte fing an, bevor er geboren wurde. In Nazareth lebte einst eine junge Frau. Ihr Name war Maria. Sie war sehr fromm und liebte Gott und sie liebte den Mann namens Josef. Mit diesem war sie verlobt. Josef war Zimmermann und ein sehr ehrlicher und rechtschaffender Mensch. Auch er wollte Maria heiraten. Eines Tages, Maria war gerade dabei, den Boden sauber zu machen, erstrahlte ihr Heim in einem ganz besonderen Glanz. Es wurde strahlend hell und plötzlich schwebte ein Engel vor ihr. Maria erschrak, aber der Engel sagte: "Fürchte dich nicht, Maria. Ich komme, um dir etwas von Gott zu sagen. Bald schon wirst du ein Kind bekommen. Es wird ein ganz besonderes Kind sein." Maria fragte verwundert: "Aber von wem soll ich das Kind bekommen? Ich bin doch noch nicht einmal verheiratet." Der Engel antwortete ihr: "Gott selbst wird der Vater des Kindes sein. Es wird Jesus heißen und es wird der Heiland sein. Er wird Frieden bringen auf diese Welt." Maria war besorgt und hatte ein bisschen Angst davor, dass sie unverheiratet schwanger sein würde. Dennoch vertraute sie auf Gott und sagte Ja zu seinem Plan. Josef, Marias Verlobter, war tatsächlich nicht besonders begeistert, als er von Marias Schwangerschaft hörte. Er glaubte, Maria habe ihn angelogen und sei mit einem anderen Mann zusammen gewesen. Er beschloss, sich von ihr zu trennen, obwohl er sie eigentlich heiraten wollte. Doch dann geschah etwas. Während er eines Nachts schlief, träumte auch er von einem Engel, der zu ihm sagte: "Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu nehmen. Sie hat dich nicht belogen. Das Kind, das in Marias Bauch heranwächst, ist der Sohn Gottes. Gib dem Kind den Namen Jesus. Er wird die Menschen froh und glücklich machen." Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel ihm gesagt hatte. Er heiratete Maria und er würde das Kind Jesus nennen. Nun hätten Maria und Josef in Ruhe in Nazareth das Kind bekommen können, jedoch sollte es so nicht sein. Damals herrschte der römische Kaiser, der von seinen Untertanen ordentlich Steuern eintreiben wollte. Deshalb befahl er, dass sich alle Bewohner seines Reiches in Steuerlisten eintragen mussten, und zwar in der Stadt, in der sie geboren wurden. So mussten Josef und die mittlerweile hochschwangere Maria die beschwerliche Reise nach Bethlehem, Josefs Geburtsstadt, auf sich nehmen, denn Josef stammte von dort. Maria und Josef packten ein paar Sachen auf einen Esel und zogen los durch Wüsten und Steppen. Nach vielen Tagen und Nächten kamen sie eines späten Abends in Bethlehem an. Maria spürte bereits, dass das Kind bald zur Welt kommen würde. Schleunigst machte sich also Josef auf, um eine Übernachtungsmöglichkeit zu suchen. Aber alle Herbergen waren voll und man wollte keine Fremden aufnehmen oder keine schwangere Frau oder das Zimmer war viel zu teuer für die beiden. Zu guter Letzt bot eine Wirtin, deren Herberge ebenfalls schon voll war, Josef noch an: "Wenn es euch nicht zu unbequem ist oder bevor ihr gar kein Dach über dem Kopf habt, könnt ihr in meinem Stall zu Ochs und Esel gehen. Die werden es euch sogar ein bisschen warm machen im Stroh." Maria meinte: "Vielleicht gehört das ja zu Gottes Plan, dass sein Sohn gerade nicht in einem gemütlichen Herbergszimmer, sondern in einem schlichten Stall zur Welt kommt." Und so schlugen die beiden ihr Nachtlager im Stall bei Ochs und Esel auf. Wie von Maria gedacht, bekam sie in dieser Nacht ihr Kind. Diese Nacht nennen wir deshalb die Heilige Nacht. Wie der Engel es gesagt hatte, gab Josef ihm den Namen Jesus. In der Nähe saßen Hirten auf dem Feld und bewachten ihre Schafhirte. Hirten waren damals keine besonders angesehenen Leute. Sie waren arm und von der Gesellschaft ausgeschlossen. Oft hatten sie kein Zuhause und schliefen jede Nacht bei ihren Schafen auf dem Feld, in der Kälte und in Dunkelheit. Aber in dieser Nacht war alles anders. Plötzlich war da Licht und Wärme um sie herum. Sie erschraken und wussten nicht, was jetzt geschah, als plötzlich ein Engel vor ihnen schwebte. "Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude.
Gottes Sohn, der Heiland, der Herr der Welt ist gerade geboren, ganz in eurer Nähe. Folgt dem Stern am Himmel und ihr werdet ein Kind finden, in einer Krippe in Windeln gewickelt. Das Kind trägt den Namen Jesus und er ist der Retter der Welt. Neugierig und etwas verwirrt machten sich die Hirten auf den Weg und folgten dem Stern bis hin zum Stall von Bethlehem, in dem Maria, Josef und Jesus waren. Da war er, Gottes Sohn, der Heiland der Welt als hilfloses kleines Kind, ein echter, ein kleiner Mensch in echten Windeln. Die Hirten waren entzückt. Zur gleichen Zeit streiften Gelehrte namens Kaspar, Melchior und Balthasar durch die Landschaft. Wir nennen sie heute die heiligen drei Könige. Sie waren große Kenner der Sterne und des Himmels, sogenannte Sterndeuter, und sie sahen sie auch in diesem Abend in den Nachthimmel. Plötzlich erschien über ihnen ein leuchtender Stern, der sich langsam bewegte. Das fanden sie so besonders, dass sie dem Stern folgten und schließlich ebenso an dem Stall in Bethlehem ankamen. Hier blieb der Stern stehen, schwebte genau darüber und erhellte die dunkle Nacht. Die drei merkten sofort, dass es sich bei dem Baby in der Krippe um ein ganz besonderes Kind handeln musste. Da sie reiche Leute waren, brachten sie dem Kind wertvolle Geschenke mit. Gold für den neuen König, Weihrauch, weil er dem Menschen ein Wohlgeruch sein sollte, und Myrrhe, ein Heilkraut, weil er dem Menschen das Heil bringen sollte. So waren alle um die Krippe versammelt, die Armen und Reichen, die Jungen und Alten, die Gelehrten und die Einfachen, genauso wie Gott es sich für uns alle wünscht. Das ist die Weihnachtsgeschichte von der Geburt Jesu Christi, der seit über 2000 Jahren unsere Herzen erhält und der für so viele Menschen Glaube, Hoffnung und Kraft ist. Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest, Friede im Herzen und Glück auf Erden. Alles, alles Gute. Thank you.